Ich muss mir vorstellen, das Auto war schon in der Schrottpresse drin. So tief ist doch geil. Und man sieht ja hier über die ganze Zeit Feuchtigkeit. Und siehst du die Risse? Willkommen bei der Kfz-Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um unseren Taxi. Wir müssen ihn natürlich fertig machen für TÜV. Verschleißteile haben wir alles fertig. Eins habe ich noch gesehen, was wir aber später machen werden. Wir haben hinten die Bremsleitungen gemacht, Schläuche und diese typischen Mercedes-Krankheiten hier. Die Bremsleitung hinten haben wir beide Seiten schon fertig. Hier wurde es schon mal gemacht, aber trotzdem ist wieder gerostet. Jetzt haben wir das fertig. Airbag-Lampe brennt. Wir haben das Ganze ausgelesen und er hat uns ein paar Fehler angezeigt. Einen Fehler konnten wir nicht löschen und das war der Seitenprallsensor vorne links. Unterm Sitz befindet sich das Ganze. Da müsst ihr den Teppich hochmachen und dabei haben wir natürlich gesehen, Feuchtigkeit nie gut, auch für Sensoren nicht gut. Ist nicht viel, nur ganz leicht. So sieht das Ganze aus. Hier wird das eingebaut und man sieht ja hier war die ganze Zeit Feuchtigkeit. Den Teppich einmal abbauen, das Ganze behandeln und dann wieder zusammenbauen. Stecker sauber gemacht. Seiten Aufprall links Unterbrechung. Gucken, ob wir den jetzt löschen können. Und Fehler wurde gelöscht, wurde nicht gelöscht. Okay. Seitenprallsensor links Unterbrechung. Alles gemessen und habe ihn gesehen, dass das hier kaputt ist. Also Aufprallsensor, für den müssen wir neu holen. Ich habe den jetzt bestellt. Gab es leider hier nirgendwo in der Nähe. Sonst hätten wir mal ganz kurz abgeholt. Rostumwand da drauf. Und der Bodenschutz, wie du es vorne schön gemacht hast. Sitze abgebaut, haben wir ja unten alles sauber gemacht, wegen dem Crash-Sensor und ja. So, Aufprallsensor. Und haben natürlich Geld gefunden. Oh. Ne? 2 Euro, 20, 40, 60, 80, 1 Euro, 3,20 Euro haben wir gefunden. Kannst du mir eine Kohle ausgeben? Natürlich, oder? Ich gebe dir natürlich eine Kohle aus, das ist auf den Kopf vom Herzen. Erkennt der auch? Ah, so eine schöne kalte Cola kriegst du, Eidosch, okay? Das ist sehr nett, danke. Und dann noch ein bisschen Rost haben wir entdeckt, ein bisschen Wasser, ein bisschen Feuchtigkeit, haben wir jetzt ein bisschen mit Rost umwandeln und so alles fertig gemacht. Jetzt warten wir nur noch auf die Teile. Die haben wir alle erneuert, haben wir auch super schön hingekriegt. Mhm. Hier, Bremssattel muss erneuert werden. Der ist kaputt. Nüppel vom Entlüftung, wollten wir abmachen, ist leider abgebrochen. Aber hier drüben und so, ne, das war alles katastrophal. Also der Aufbereiter hier wird sich freuen, sage ich dir jetzt schon. Es geht weiter mit unserem Mercedes. Wir müssen hier ja für TÜV fertig machen. Und ja, ich habe da was gesehen. Hinteren Stoßdämpfer plus Luftbalken sind nicht gut. Die haben Risse und die müssen auf jeden Fall erneuert werden. Der ist noch original. Wow, wow, wow. Bin ich mal gespannt hier. Machen wir mal ganz rein. Ich würde sagen, so leicht kaputt. Auch hier, die Lager sind durch. Kriegt der neue. Und Luftbalken. Leider auch. Die funktionieren zwar alles sehr, sehr gut. Die Lager, die sind leider kaputt. Hier hat es auch angefangen. Ist nicht so extrem. Hier wurde ja auch schon mal erneuert. Hier noch nicht. Hier wird ja immer noch den Originalen haben. Ja. Chaos und hier sieht man auch, dass die Lager noch sehr, sehr gut sind. So, Kabel ist auch ab. Und dann mit kompletten Schlauch mit Dingen so rausholen. Aha. Oh, der hängt irgendwo. Aufpassen, dass er nicht hängt. So, da ist unser Übeltäter. Siehst du das hier? Ist er richtig ausgeschlagen? Ja. Ja, den machen wir neu. Was siehst du die Risse? Aber ihr müsst euch vorstellen, was für Kräfte beim Auto herrschen. Ne? Und zack. So. So tief ist doch geil. Können wir das so lassen? Ich finde die Tiefe gut.
Airbag-Leuchte brennt immer noch. Die müssen wir auch noch fertig machen. Aufprallsensor ist da, ist gebraucht. Soll aber funktionieren, werden wir gleich sehen. Das ist ja der alte hier. Den habe ich ausgebaut gehabt. Den werden wir jetzt mit dem hier ersetzen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir diesen Airbag-Leuchte auch gelöscht kriegen. Sensor ist drinne. Und jetzt schauen wir mal. Airbag, SRS brennt. Ist auch richtig so. Und jetzt starten wir den. Mal gucken, ob er den schon mal von sich selbst aus löscht. Ah, der ist schon mal weg. Und kommt nicht wieder. Unten ist auch schön trocken geworden. Airbag-Geschichte auch abgehakt. Pedale, Gummis, sehr, sehr wichtig, auch für TÜV. Jeder TÜV-Prüfer ist anders. Es gibt TÜV-Prüfer, die bemängeln das. Es gibt TÜV-Prüfer, die bemängeln das nicht. Ich will das auf jeden Fall schon von mir aus selber machen. Also, das Ding hier weg. Unser Gaspedal ist ja auch schon neu. Der sieht ja auch schon frisch aus. Und ihr seht das hier schon. Wow. Wow, 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 wow. Achtet mal, wie das Ding hier aussieht. Wahnsinn. Und so sieht es neu aus. Einmal zum Vergleich. Und das werden wir jetzt hier einbauen. Hat man ja wieder Grip hier. Und so sieht das alte aus. Die Leuchten haben hinten nicht funktioniert. Das haben wir auch schon fertig. Das ist die. Das sind Bremsen und Standlichter in einem. Und wenn die kaputt gehen, brennen die hier. So sieht das Ganze aus. Das kriegt ihr auch nur mit der Fassung. Ich habe das hier versucht, hier abzubauen. Ging nicht. Ach, guck mal. Ja, ja. Ich habe auch versucht, so LED zu löten. Ging auch nicht, weil er das nicht erkannt hat. 16 Watt Birne braucht er. Und ich hatte keine 16 Watt LED da gehabt. Also deswegen muss man das Teil komplett kaufen. Genau. Wenn eine davon kaputt geht, fällt der andere sofort auch aus. Das heißt, die Ersatzbirnen laufen direkt. Die sind sauteuer, die Dinger. Jetzt funktioniert auf jeden Fall die eine Seite jetzt wieder und die andere Seite war ja kaputt. Jetzt funktionieren beide. Kennzeichenleuchte dran gemacht, darum sagt er auch Kennzeichenleuchte defekt. Ich hätte jetzt keinen gehabt mit CAN-Bus leider. Mhm. Deswegen erkennt er das als Fehler. Das sind die alten Reifen. Wie man sieht, waren die tot. Das sind Winterreifen, das sind Sommerreifen oder Allwetterreifen, keine Ahnung. Was machen wir jetzt drauf? Natürlich Kummo-Reifen. Das ist natürlich wichtig. Und das ist das Letzte, was wir hier für TÜV-Vorbereitung machen. Reifen nur noch. Und da sind wir fertig. Oh mein Gott, Leute, stellt euch mal vor, noch vor einem Monat habe ich dieses Auto. Ihr müsst mir vorstellen, das Auto war schon in der Schrottpresse drin. Und ich habe das einmal nur rausgezogen, fertig repariert. Und jetzt fahren wir zum TÜV und wollen schauen, ob wir auch TÜV schaffen. AU haben wir schon gemacht. Ja, wir haben ja den Partikelfilter hier gereinigt. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass es so gut geht. Wenn ihr das Video nicht geschaut habt, guckt euch das Video an. Natürlich empfehle ich euch sowas nicht. Klar, lasst es professionell reinigen. Da könnte viel schief gehen, aber es hat funktioniert. Wir haben richtig, richtig gute Werte. Ich muss auch dazu sagen, Leute, der rußt nicht, der raucht nicht. Ey. Na klar, typisch, er stinkt ganz normal, wie ein Diesel auch stinken muss, ist klar. Aber ansonsten muss ich sagen, der ist gut. Also echt nur noch Reifen drauf, festziehen und dann können wir zu Jumabe. Und das Geilste ist, da habe ich euch gar nicht erzählt, ich habe heute noch einen Termin bei Straßenverkehrsamt. Neue Ventile drin, Igo? Ja. Ganz wichtig, wir wissen nicht, wie alt die Ventile sind, aber auch neue. Die machen wir jetzt drauf. TÜV-Geschichten sind abgehakt. Wir haben alles gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der TÜV-Prüfer sagt. Und dann zeige ich euch den besten Prüfer aller Zeiten. Joabe, echt bester Mann. Was soll ich sagen, Leute? Drückt mir die Daumen. In eurem Fall könnt ihr auch Liken drücken.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn wir bei Jumahavi sind. Und mal schauen, kriegen wir TÜV oder nicht. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Kfz-Fuzzi. Bis dann, rein. Ciao. Wir gucken, ob das das Fahrzeug überhaupt ist, was wir kontrollieren. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ist er geklaut? Ja, das gucken wir gleich. Oh, Bremsen alles neu. Ja, warte ab, das ist nicht das Einzige. Die Handbremse wollte ich noch anschauen, ob die gerutscht ist. Oh, oh, was? Unheimlich.